Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Teil vom LS19 Winterdienstprojekt. Ich habe mich jetzt aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, das Projekt doch noch weiterzuführen, weil es mir auch selber einfach Spaß macht. Und ja, jetzt fahren wir mal weiter in diese Richtung und schauen, wo wir als nächstes räumen können oder dürfen. Da haben wir ja schon überall geräumt. Ich würde sagen, wir fahren mal. Ja, fahren wir mal wohin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist mir gerade aufgefallen im Vorbeifahren, dass da beim Supermarkt die Fläche dann natürlich auch noch geräumt werden sollte. Und ich würde sagen, darum kümmern wir uns jetzt sofort. So, zum Räumschild. Cosplay ist immer noch drin. Zum Räumschild. Muss ich euch jetzt auch gleich was erzählen. Und zwar hat es unter dem ersten Teil jetzt nachher dann einen Kommentar gegeben, wo der kommentiert hat, halt geschrieben hat, dass das normal nicht so ginge, dass man im Rückwärtsgang ist, Schild unten hat. Ist ja auch, wenn man nachdenkt, dann normal. Eigentlich dann eh logisch, aber ja, deswegen werde ich mir jetzt bemühen, das Schild immer, wenn wir rückwärts fahren, hochzuheben, so dass ich da keine Probleme kriege. Aber habe ich ganz nett gefunden, dass mir das mitgeteilt wurde, weil ich kenne mich halt im Winterdienst einfach nicht aus. Oder nicht so richtig aus, ich kenne schon ein paar grundlegende Dinge, aber ich denke, ihr kennt jeder andere auch. Und das finde ich nachher einfach cool und nett, wenn man dann noch Hinweise kriegt, die man nachher auch nur vielleicht eben umsetzen kann. So, da im Eingang ein bisschen Salz rausbringen. Ups. So. Dann wird der Bereich fertig und nachher muss man dann nur noch einmal den hinteren Bereich da räumen. Also nochmal danke an den, der da den Kommentar geschrieben hat. Weil solche Sachen, irgendwie sind sie im Nachhinein eh logisch, weil es ist ja klar, dass man da einiges kaputt machen wird, wenn man immer mit heruntergelassenem Schild fahren würde. Aber wenn ich da eine Aufnahme starte, dann denke ich nicht an solche banalen Dinge normalerweise. Weil ich eben einfach in der Thematik nicht sonderlich bewandert bin. Aber ich bin jetzt eben nur zufällig vorhin am Supermarkt da übrigens vorbeigefahren, weil eigentlich wollte ich zu den ganzen kleinen Häusern da und da so mal die Vorgärten ein bisschen räumen und ihre Garagenzufahrten und so. Die brauchten ja schließlich auch einen Winterdienst. So, dann senken wir das Schild und auf geht's. Geht es da weiter nach hinten? Scheint so. Okay, bis da. Dann räumen wir natürlich auch bis da. So, Schild schön hoch machen und dann kann es weitergehen. Ich bemühe mich eh immer, natürlich kriege ich jetzt eigentlich sehr wenige Kommentare, aber die wenigen versuche ich dann eh immer zu beantworten. Also falls der denn den Kommentar geschrieben hat, er hat es eh gelesen. Ich habe ihm, sobald wie ich halt reingeschaut habe und wo ich es hin habe, dann gleich geantwortet. Und ja. Dann schauen wir mal, der hat eine geschlossene Einfahrt, da räumen wir also nicht. Da können wir den bis zur Haustür räumen.
Oh, das hat sich jetzt aber gebracht. Ich glaube, da müssen wir doch einen massiven Salzeinsatz fahren. Und ruinieren die Wiese, die da daneben gerade fast schon aufgeblüht wäre. Na. Aber ja, das Salz hat der Wiese jetzt sicherlich nicht sonderlich geholfen. Aber durch den hohen Randstein da kriegen wir zuerst neben dem Schild den Schnee geschoben. Das geht also gar nicht so gut. Ich würde sagen, ich suche uns jetzt doch wieder größere Industrie- oder Parkplatzfläche, wo ich räumen kann. Und dann sehen wir uns dort wieder. So, jetzt hat uns gerade der örtliche Förster angerufen und gesagt, dass wir doch einmal in seinem Wald ein bisschen Schnee schieben sollen, damit er mit seinen Maschinen dort leichter durchkommt. Aber wir sollen auf jeden Fall kein Salz einsetzen, nur versuchen, ein bisschen Schnee aus dem Weg zu räumen. Mir ist nämlich gerade eingefallen, da ist der schöne Wald und da können wir auch mal ein bisschen räumen. Würde man, glaube ich, eher nicht machen, aber uns ist doch das egal, was man in der Realität macht. Übrigens habe ich jetzt einmal wo gesehen, dass gerade im Winter auch relativ viel Forstwirtschaft und so betrieben wird. Also da weiß ich jetzt auch nicht, ob das 100% stimmt, meine Information, aber ich glaube, das mal wo jetzt gesehen zu haben. Aber solltet ihr es da mehr wissen, bitte immer gerne in die Kommentare. Ich bin über alles froh. So, dann schieben wir da mal ein bisschen Schnee. Da wäre es halt interessant zu wissen, wo der Weg entlang geht. Ich vermute jetzt mal in dieser Schneise da. Aha, ein Scheißhäusl mitten im Wald. Interessant, sitzt jemand? Na, die Tür steht offen. Tschüss, ich muss kurz. So, fahren wir weiter. Aber jetzt wissen wir das, wenn wir Klo müssen, da steht eins. Gott sei Dank kenne ich mich in dem Waldgebiet gar nicht aus. Es ist jetzt natürlich sehr hilfreich, wenn man da versucht, irgendwelche Wege frei zu räumen. Aha, da ist Wasser, deswegen schaut es da so komisch aus. Da haben wir eine Wasserfläche entdeckt. Ich würde sagen, wir drehen aber an dieser Stelle auch wieder um, weil so interessant war das jetzt auch nicht da. So. Und alles retour wieder, können wir noch ein bisschen breiter machen da den Weg. Vielleicht suchen wir uns noch einen anderen Weg, weil ich habe vorhin da glaube ich eine Abzweigung irgendwo gesehen. So, da ist wieder das Klo. Ja, da haben wir dann doch geirrt wegen der Abzweigung. Ist aber auch egal. Dann fahren wir jetzt aus dem Wald raus und nachher weiter zum nebenanliegenden Sägewerk. Und dort haben wir dann wieder größere Fläche, die wir räumen können. So, jetzt sind wir auch schon im Sägewerk eingetroffen. Ich habe jetzt auch schon da gerade mit der Einfahrt ein bisschen begonnen. Aber es ist da eh noch mehr zu tun, wenn ich da so die Flächen sehe. So genau hat man das Sägewerk auch noch nie angeschaut. Ich war ja immer nur vorne und habe vorne Holz abgeladen. Da hinten war ich, glaube ich, noch nie zugange. Aber es gibt für alles erst mal. So, ja, ist ein bisschen zu viel Schnee auf der langen Bahn, deswegen bleibt ein bisschen was liegen. Aber so schlimm ist auch nicht, sonst fahren wir nachher nochmal mit dem Salz drüber.
Das kriegen wir schon hin. Also gerade wegen dem Schild nochmal vorher, nochmal Respekt an jeden, der Winterdienst macht, weil ist sicher kein feiner Job, wenn du dann um Mitternacht zum Beispiel raus musst, wenn es frisch schneit. Und dann keine Ahnung wie viele Stunden in einem Traktor oder Schneepflug sitzt und Winterdienst machen muss. So zum Spielen ist es ja ganz fein, immer so 15-20 Minuten. Ein bisschen chillig, aber auf Dauer ist es sicher hart. Dann können wir gleich da hinten bleiben. So ordentlich ist es jetzt noch nicht da, aber man kommt gut durch jetzt, ohne im Schnee stecken zu bleiben. Das war ja unser Hauptziel. Und dann müssen wir jetzt da weiterräumen. So, also die wichtigen Zufahrtsbereiche sind jetzt ja frei nach hinten. Jetzt räumen wir da gerade noch vor die Parkplätze frei, damit die rauskommen. Und dann noch da zum Dings hin. Zur Abladestelle für Hackschnitzel. Jetzt fahren wir da noch extra einen Bogen rein. So, weil dann ist, kann man da auch ohne Probleme durchfahren. Und den Rest müssen wir dann einmal in einem Teil 6 eventuell fertig räumen da, weil im Moment sind halt wirklich nur die wichtigsten Zugänge frei und noch nicht so ordentlich die Flächen geräumt. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Übrigens nochmal danke für die Abonnenten. Jetzt sind wir ja schon bei 29 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das freut mich riesig, weil wir sind jetzt davor schon lang bei 24 und mal gekrebst. Dann ist es einmal recht schnell gegangen auf 27 und jetzt eh auch wieder recht schnell auf 29. Ich wollte einfach nur nochmal danke sagen für eure Unterstützung und ja, die das noch nicht gemacht haben, abonniert meinen Kanal und dann lasst auch gerne ein Like da, teilt es wieder mit euren Freunden und dann ciao.